Willkommen zurück zur dritten Episode der Dark Souls Remastered Platin Guide Reihe auf meinem Channel. Mein Name ist Swarty. Wir haben hier aufgehört, wir haben einen Safety Save gemacht. Es kommen nämlich sehr starke Gegner. Geht hier wirklich langsam vorwärts. Versucht diese Ninjas nacheinander einzeln zu bekämpfen. Das ist wirklich eins der nervigsten Gebiete, die wir zum Glück nur ein einziges Mal hier ablaufen werden. Danach werden wir nicht mehr hier hinunter kommen. Heißt, wir müssen sie jetzt einmal bekämpfen. Ihr könnt sehen, die machen Flickflack-Saltos, greifen einen mit einem dämlichen Dolch an, schmeißen Wurfmesser, vergiften einen. Das sind wirklich sehr nervige Gegner. Lauft hier hinten hinauf und hoffentlich blocken sie sich gegenseitig wie bei mir. Und ihr könnt sie nacheinander in Ruhe bekämpfen. Das ist eigentlich ein Traumszenario. Ja, die Hunde sind schon nervig. Immer euren Schild hochhalten. Die Hunde einmal abprallen lassen und dann attackieren. Lauft hier wirklich sehr langsam und behutsam vorwärts. Rennt immer zurück. Versucht sie einzeln zu bekämpfen. Und er vermeidet es, umzingelt zu werden von diesen Ninjas und Hunden. Und versucht hier aus der Ferne sie zu bekämpfen. Zum Glück sind wir stark genug und können die ganzen Ninjas, wenn sie ihr Schild nicht oben haben, mit einem Schuss besiegen. Die sind wirklich super nervig. Und da kommt auch schon ein Hund angelaufen. Und Hunde sind ebenfalls eins der nervigeren Gegnertypen in allen From Software-Teilen. Sowie Ratten. Das sind so die klassischen nervtötenden Gegner. Und die Ninjas hier haben mich jetzt auch ein bisschen an die Stein-Gargäule in Elden Ring in den Dungeons erinnert. Die sind auch super nervig, springen auf einen und schmeißen mit Wurfmessern herum. Da ist wieder eine Leiche im Fass, einmal kaputt schlagen und hier looten. Und da ist ein weiterer Hund. Nehmt euch in Acht, hier sind anscheinend zwei Hunde. Ich habe anscheinend auch in der Aufnahme vergessen gehabt. Ich kann einfach eine Feuerbombe auf den Hund schmeißen. Und die Sache ist geregelt. Wir haben ja genug Feuerbomben. Und hier werden wir unseren Bogen nutzen. Wählt den Langbogen aus. Rüstet ihn ja, oben aus in der rechten Hand, nicht in der linken Hand. Und dann könnt ihr den Bogen mit Dreieck beidhändig führen. Und den Bogen brauchen wir nur zum Zielen. Und zwar werden wir den Bogen nutzen und uns so hinstellen, dass wir unsere Feuerbomben über die Mauer, über den Nebel also hinüberschmeißen und die Gegner dennoch treffen. Und zwar den Dämon, der dort ist, um ihn dann zu besiegen. Denn es ist ein wirklich enger Raum dort. Dort sind Hunde. Einfach super nervig, ihn ansonsten direkt zu bekämpfen. Und das muss nicht sein. Wir benutzen hier den kleinen Trick. Oben könnt ihr an der Mauer diese Lücken sehen. Und wir müssen mit dem Bogen die vierte Lücke anvisieren. Wirklich versucht hier in der Ecke so tief wie möglich links zu stehen, wirklich an der Wand zu kleben. Sucht hier die vierte Lücke aus und dann drückt ihr L1 wieder und ihr seid aus dem Zieloptionsmenü weg und könnt eure Feuerbombe dann werfen und das macht ihr dann so lange, bis der Boss besiegt ist. Und zwar könnt ihr das dann auch schneller machen. Ihr schmeißt die Feuerbombe und ihr seht dann den Schaden, den ihr verursacht. Heißt, ihr trefft den Boss und auch den einen Hund dort. Ich glaube, mehrere Hunde sind mit zwei oder drei Hunde drin. Nehmt euch in Acht, wenn der Nebel verschwindet. Nicht, dass der Hund euch dann überrascht. Mich überrascht er. Und dann werde ich das Spiel auch kurz wieder quitten und wieder neu hinein joinen.
Ja, wir machen das jetzt die ganze Zeit. Ihr seht, man kann es auch deutlich schneller machen. Hier ein kleiner Cut. Ein paar Mal müsst ihr hier die Feuerbomben hinüberschmeißen und ihr kriegt den Schlüssel zu den Tiefen. Und dort ist er. Der Hund, der uns überrascht. Wir haben kein Schild. Ich habe den Schild ja nicht mehr equipped. Und das passiert, wenn man kein Schild hat und ein Hund einen die ganze Zeit angreift. Kurz wieder verlassen, sich hochheilen. Wie gesagt, und dort hättet ihr dann mit zwei Hunden einen Dämon, der auf euch die ganze Zeit springt und einen heiden Schaden macht, euch durchkämpfen müssen. Es sind sogar drei Hunde. Noch schlimmer. Und drin gab es nicht. Und dann werden wir auch den Raum verlassen. Dann könnt ihr links hier die Treppen hinunter. Achtung, nicht zu weit nach vorne, denn hier links in der Ecke ist ein weiterer Ninja, der dann auf euch springen wird. Ja, sein Salto nach hinten hat ihm jetzt auch nichts mehr gebracht. Und wir sammeln hier die ganzen Items ein. Wir laufen hier einmal hindurch, am Ende werden wir eine weitere Seele finden. Wir kommen später hier links hinein in die Kanalisation. Das ist ein späterer Zeitpunkt. Dann werden wir dort auch noch uns auf Erkundungstour begeben. Achtung, hier ist ein Bogenschütze. Und wenn wir dann hier hinauflaufen sollten, können wir hier hinaus. Und zwar erscheinen wir im Tunnel Richtung Feuerbrandschein. Wir haben ja hier diese Gittertür gesehen, die können wir dann von dieser Seite aus öffnen. Achtung, die Gegner sind wieder da. Dann glaubt beide mit einem Pfeil. In durch den Acht hier auf der rechten Seite ist ein Axtkämpfer. Unter uns Achtung, nicht hinunterfallen. Das war sehr knapp. Auch wenn ihr sie one-shottet, geht es langsam an, Schritt für Schritt. Eile ist niemals gut in Souls Games. Und hier ist der, den wir befreit haben. Macht einen Safety Save, bevor wir mit ihm sprechen, um auch alles dann gespeichert zu haben. Benutzt eure Seelen und eure Menschlichkeit. Wenn ihr mit dem NPC sprechen solltet, müsst ihr die Option Ja auswählen, um von ihm Zauber kaufen zu können. Dann geht ihr auf Gegenstand kaufen und wir werden folgende Zauber kaufen von ihm. Als allererstes kaufen wir uns Sturzkontrolle. Wir gehen dann hinunter und kaufen uns akustischer Köder. Dann werden wir uns noch einen Ring kaufen, und zwar Wappenring Brüllender Drache. Der stärkt Magie und damit werden wir dann auch ordentlich mehr Schaden austeilen und den werden wir dann mit dem Ring austauschen, welchen wir von diesem goldenen Ritter bekommen haben.
Und zwar den Schutzring der Gunst. Den tauschen wir aus mit dem Wappenring Brüllender Drache. Und haben somit mehr Schaden, den wir austeilen können. Ihr seht, der andere Ring ist gebrochen, der ist kaputt, den können wir nicht mehr nutzen. Ist nicht weiter schlimm. Wir haben das jetzt gemacht, um uns noch stärker zu machen, um dann gegen kommende Bosse es einfacher zu haben. Deswegen dieser kleine Abstecher. Und auch um den Schlüssel für die Tiefen zu bekommen. Dort werden wir nämlich auch auf Solaire wieder treffen. Und bevor wir ihn auf hinaufgehen, sprechen wir hier mit dem NPC. Und dann kriegen wir eine Kupfermünze und sprechen mit ihm weiterhin so lange, bis wir dann ja, die Optionen hier bekommen. Gehen auf Alt leisten, warten ein wenig und wir erhalten die Trophäe Alt der Weiße Pfad. Danach drückt ihr auf Nein, wenn ihr die Trophäe erhalten habt und es geht dann weiter. Wir laufen hier wieder hinauf. Nehmt euch in Acht, wenn wir hier oben sind, sind die Gegner wieder da. Das heißt, außer der Zauberer ist nicht mehr da und dieser ganz große Ritter mit dem Riesenschild, der ist auch weg, der erscheint nicht mehr. Da braucht ihr euch keine Kopfschmerzen, also keine Angst zu haben, dass die euch verfolgen sollten oder attackieren sollten. Nur noch diese ganz vielen eher harmlosen Gegner, aber in der großen Gruppe können sie uns hier herrlich kommen. Nimm dich in Acht von dem Ritter hier oben. Ansonsten werdet ihr euch hier einfach wieder durchkämpfen. Geht dann geradeaus weiter Richtung des Bosses. Und da sind sie, die ganzen Gegner. Unterschätzt sie ja nicht. Ja, die können euch die ganze Zeit staggern, das heißt, die ganze Zeit euch aus der Haltung schlagen. Und es sind mehrere Leute, die können alle nacheinander dann einen Angriff vollführen, auch wenn sie nicht mehr gebufft werden können vom Zauberer, kann das dann schnell zum Tod führen. Ja, wir laufen hier einmal hindurch, die Treppen hinauf, die Leiter hinauf. Und wir sehen das Rufsymbol von Solaire. Solaire muss überleben, damit wir ihn dann bei weiteren Bossen rufen können, seine Questlinie beenden können. Und für jeden Boss, den wir besiegen, erhalten wir eine Sonnenlichtmedaille. Wir brauchen 10 Stück, um den Eid leisten zu können, um auch einen Wunder zu bekommen. Ja, das Ziel bei dem Bosskampf ist es, so schnell wie möglich den ersten Gargoyle zu besiegen. Der zweite Gargoyle kommt nämlich nach einer Zeit auch herunter. Dann wäre es ein Kampf gegen zwei Bosse. Wartet hier, bis Solaire da ist. Dann geht hinein, denn er braucht eine Weile, um auch durch das Nebeltor hindurchzukommen. Ihr werdet den Schaden sehen, den wir austeilen werden mit den schweren Seelenpfeilen. Haltet euer Schild schön oben. Wir können nämlich die ganzen physischen Angriffe von Gargoyle blocken. Und achtet darauf, dass ihr nicht herunterfallt, wie Solaire fast. Er wird fast vom Gargoyle heruntergekickt. Und das war's dann auch mit dem ersten Gargoyle. Der zweite kommt dann auch herunter, nimmt euch in Acht vor seinem Flammenatem und haut ein paar Seelenpfeile auf ihn. Und das war's schon. Das waren die Gargoyle und wir können die Glocke läuten und wir erhalten eine Sonnenlichtmedaille, weil Solaire uns geholfen hat. Oben angekommen, läuten wir die Glocken und erhalten eine weitere Trophäe für das Läuten der Glocken. Und danach werden wir die Leitern hinunterklettern. Unten wartet ein NPC, den besiegen wir für schnelle Seelen und Menschlichkeit. Und dann geht's in Sifs Festung, welche voller Fallen ist.
Ja, bei der Festung angekommen, macht einen Safety Save. Hier sind es sehr viele Fallen. Es ist ein etwas schwierigeres Gebiet, wo man schnell sterben kann. Ihr seht unten die Druckplattform. Die ja, Fliesen sind etwas angehoben. Wenn ihr darüber laufen solltet, werden Pfeile auf euch geschossen. Ihr könnt die auch nutzen, um Schaden an den Gegnern hier auszuteilen. Aber wir werden im Regelfall eigentlich immer unsere Seelenpfeile nutzen. Und immer dann angreifen, wenn ihr einen Schlag blockt. Und zwar immer die Schläge mit dem Schwert. Wenn ihr die blockt, dann greift ihr an. Weil die Schlangen auch mit ihrem Kopf zuschlagen. Und wenn ihr dann euren Block auflösen solltet, schlagen sie eigentlich nach dem Bissangriff nochmal schnell mit ihrem Schwert an. Und wenn ihr auf Distanz seid, kann es sein, dass die Schlangen einen Sprungangriff vollführen und plötzlich neben euch sind oder euch Schaden austeilen. Also nehmt euch in Acht, haltet euer Schild immer oben und greift dann an, wenn ihr Distanz habt oder die Schlange euch einmal angegriffen habt, dann erwidert ihr den Angriff, nachdem ihr geblockt habt. Drinnen angekommen, wie schon erwähnt, macht einen Safety Save. Es ist wirklich ein etwas schwierigeres Gebiet, wo man leicht sterben kann. Und wir haben hier ein Item vergessen. Hier hinter den Töpfen finden wir noch eine Seele. Er hat gerade eben gesehen, ein Gegner ist hier hinuntergefallen bei mir. Und ich werde, glaube ich, auch dafür die Seelen gleich bekommen, meine ich. Nee, werde ich nicht. Aber wir werden jetzt einen Safety Save machen. Ja, die Äxte hier, nur die Ecken verursachen Schaden. Ja, er ist heruntergefallen, der Gegner, aber er lebt noch. Ja, normalerweise würde vor euch ein Gegner stehen, den könnt ihr dann mit euren Seelenpfeilen bekämpfen, hier unter der Brücke. Bei mir ist er nicht da, aber der Gegner auf der Brücke ist da und den werden wir hier unten bekämpfen mit euren Seelenpfeilen. Warum? Denn oben sind Fallen, wie ihr sehen könnt, und oben auf der Brücke dann direkt vor ihm zu stehen und ihn zu bekämpfen, beziehungsweise ihn zu versuchen zu treffen. Die Äxte blocken nämlich die Projektile, ist etwas schwerer, deswegen werden wir hier von unten ihn nach und nach mit Seelenpfeilen attackieren, ihn besiegen und unseren Weg fortsetzen. Dann gehen wir hier nach links weiter, gehen hier weiter links hinauf. Hier würde dann der Gegner vor uns stehen und uns mit Blitzmagie attackieren. Ihr könnt eure Kamera so wie ich halten, dann könnt ihr besser sehen, wo ihr zwischen den Klingen stehen könnt. Nehmt euch eine Acht vor der Falle, die direkt vor uns ist. Kurz aktivieren und hier zur Seite gehen. Kurz abwarten. Öffnet die Truhe und sammelt die großen Scherben ein. Ihr braucht keine Angst haben. Hier sind so, ja, silberne Ritter ausgestellt, aber die greifen euch alle nicht an. Und hier auf jeden Fall ein Safety Save machen. Das ist ein etwas kniffligeres, kniffliges Gebiet hier, denn wir müssen den Gegner dazu bringen, uns zu schlagen, beziehungsweise die Wand zu schlagen. Ihr seht, der Gegner hält ein Schläfchen. Wir werden uns an ihn, beziehungsweise hinter ihn stellen, nachdem wir ihn attackiert haben. Einmal mit R2 anschlagen und versuchen, zwischen der Wand und ihm zu stehen. Und wenn er dann gegen die Wand schlagen sollte, bricht sie zusammen. Warum haben wir das Ganze gemacht? Ganz einfach. Wir haben das gemacht, um hier einen weiteren NPC zu befreien, von dem wir Zauber bekommen. Und zwar hier in dieser Zelle. Aber bevor wir die Zelle hier öffnen, können sie öffnen, aber wir sprechen noch nicht mit ihm, nachdem wir die Zelle geöffnet haben, denn wir müssen noch mit ihm sprechen.
Sammeln wir kurz noch hier hinten die Seele ein, bevor wir es vergessen. Und zwar Seele Held. Und falls ihr den Glitch verwendet, macht es mit der Heldenseele. Das gibt richtig viele Seelen. Denn dann sprecht ihr mit ihm, bis er es sich wiederholt und immer wieder sagt, dass wir einfach weitergehen sollen. Und das machen wir dann auch. Wir laufen hier weiter. Nehmt euch in Acht, hier rollen Kugeln hinunter. Falls ihr euch gefragt habt, warum hier ja die Böden so aussehen, ja, ihr könnt auch sehen, ihn hat es erwischt. Ihr könnt hier abwarten. Die Gegner werden mehrfach von den Kugeln angegriffen. Ihr könnt einfach seinen Weg versperren und die Kugel die Arbeit von euch erledigen lassen. Hier ist ein NPC, mit dem wir sprechen, damit er zum Feuerbandschrein weiterkommt. Denn er hat ein Wunder namens Wucht, eine kleine Explosion. Der ein oder andere Gegner setzt es auch ein. Später werden wir es auch sehen. Vielleicht kennt ihr den Wunder auch von anderen Souls-Games. Klassische Wunder, um Gegner wegzustoßen. Auch klassischer Wunder von typischen heiligen Rittern, die man in den Souls-Games bekämpft. Hier oben haben wir noch einen Gegner, den werden wir ja, bekämpfen und nicht einfach in ihn reinlaufen. Nehmt euch in Acht, er macht deutlich, also ordentlich Schaden, wenn er nicht blockt. Wir müssen hier rechts hinunterspringen. Wartet, bis ein weiterer Felsen hier herunterrollt. Eine Kugel, und zwar hier, wo das Item ist, dort müssen wir hinunterspringen. Können wir nämlich einsammeln, und zwar die Schotel. Das benötigen wir für die seltenen Waffen. Sprecht mit hier mit Sigvard, Katharina, der Ritter aus Katharina, der Zwiebelritter. Und ja, wenn ihr mit ihm gesprochen habt und er sich mal wieder wiederholt hat, könnt ihr auch schon weiter. Er überlegt, wie er hier weiter kann. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Kugel hier aufhört, weiter herunterzurollen. Oben können wir dann einen Hebel betätigen und die Richtung der Kugel ändern. Das werden wir dann auch machen. Wir gehen erstmal hier links hinein. Und hier werden wir eine Halle sehen, die schießt von hinten. Ihr könnt hier entweder links stehen oder euch umdrehen und euren Schild gegen die Falle halten, gegen die Pfeile, und euch somit schützen. Taktik bleibt gleich. Blocken, angreifen, blocken, angreifen. Und das meinte ich mit dem Bissangriff und danach folgt ein Schwertangriff. Wir gehen hier links dann weiter. Nehmt euch in Acht vor der Kugel. Macht am besten wieder ein Safety Save. Wir müssen der Kugel folgen und zwar nach unten. Den Gegner dort oben könnt ihr komplett ignorieren. Wir springen hier hinunter und gehen hier links hinein. Wir müssen hier warten, bis das Loch aufgefüllt worden ist mit den Kugeln. In der Zeit könnt ihr hier eure ganzen Seelen nutzen und eure Leute Talisman ausrüsten. Also die Seelen müsst ihr jetzt nicht benutzen, aber ihr könnt die Leute Talisman schon mal ausrüsten. Könnt ihr theoretisch auch eure Seelen schon nutzen, das spart. Ja, weil ihr warten müsst.
spart dir dann später Zeit. Und dann bricht hier die letzte Kugel die Wand auf. Ihr sammelt hier einen Ring, der unser Finderglück erhöht. Das werden wir später benutzen, um gewisse Items und Materialien zu farmen. Also wichtig, dass ihr hier die Wand aufbrecht. Ja, die Truhe vor uns, die Kette zeigt in unsere Richtung, beziehungsweise die Truhe hat keine Kette und damit ist das eine Mimik. Sie wird uns angreifen, wenn wir sie öffnen und mit Lloyds Talisman können wir die Truhe zum Schlafen bringen. Wir sammeln hier unseren Blitzspeer ein. Den werden wir auch gleich ausrüsten und können ihn auch benutzen. Steigt dann hier auf den Aufzug. Seid hier schnell, ihr müsst hier schnell wieder hinunter. Denn der Aufzug fährt weiter nach oben. Oben sind Stacheln und dann würdet ihr sterben. Und das wollen wir nicht. Wir laufen dann hier links hinauf, gehen hier rechts entlang und müssen dann hier hinunter und oben habt ihr schon den Hebel und ihr könnt die Kugel sehen, die hier durch die Festung geschossen wird. Müsst ihr einmal hier am Hebel drehen und Sigvard kann weiter und wir werden ihn dann am Feuerband schreien wieder finden. Das ändert dann die Richtung, in die der Ball liegt. Ja, ihr könnt mit dem Schild hier gegen die Pfeile hier euch halten und blockt dann die ganzen Fallen und erleidet keinen Schaden. Macht hier auf jeden Fall einen Safety Save, denn der Part, der jetzt kommt, ist wirklich knifflig. Viele Gegner, viele Fallen, schmale Pfade. Wir laufen hier erstmal rechts entlang. Hier müsst ihr mit einem Schwung hindurchlaufen. Guckt hier nach rechts, da ist ein Gegner. Das ist der Sprungangriff, den ich meinte. Nehmt euch in Acht. Auf den Treppen ist ebenfalls ein Gegner, der nach einer Zeit hier hinunter läuft und euch dann ebenfalls attackiert. Und dort oben steht er schon. Den attackieren wir auch. Und dann werden wir noch hier links den letzten Gegner attackieren. Denn hinter ihm ist ein Item, welches wir haben möchten. Nehmt euch in Acht von einem Sprungangriff. Das war es dann auch mit ihm. Wir laufen dann einmal quer durch und sammeln hier weitere große Scherben ein. Wir begeben uns nach oben. Und macht hier am besten auch ein Safety Save. Ich mache das nicht. Aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind, ist es wirklich eine gefährliche Ecke hier. Ihr seht einen sehr schmaler Weg. Und hier sind viele Fallen. Die ersten zwei könnt ihr überqueren. Dann habt ihr hier einen kleinen Freiraum. Und könnt dann die letzten zwei in den Ex ebenfalls überqueren. Achtung, hier sind Fallen, die schießen auf euch. Und hier müsst ihr schnell sein, denn hier sind Riesen. Diese Riesen schmeißen euch mit Feuerbällen ab. Und in der nächsten Episode werden wir uns an einen Sprung wagen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und Zuschauen. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen, damit ihr keine weiteren Geister mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Sworty. Macht's gut.